Hey, willkommen hier zu einer neuen Let's Build-Folge zu meinem Modern Bungalow bauen in The Sims 4. Ich bin Daniel von SimFans.de und heute geht's weiter mit diesem coolen, modernen Einfamilienhaus hier in The Sims 4. Ich zeig's nochmal bei verschiedenen Licht hier, natürlich auch hier mit Pool und ja, richtig am modern, richtig hochwertig, richtig teuer das Ding. Und letztes Mal sind wir stehen geblieben hier beim Kinderzimmer. Das haben wir fertig gemacht hier. Das funktioniert ja auch mit dem Hochbett. Könnt ihr mal reingucken, falls ihr die Folge verpasst habt. Heute geht's weiter und zwar hier mit dem Hauptbadezimmer. Und da habe ich gleich mal eine coole Idee. Und zwar möchte ich das erstmal so splitten, ne? Dass wir haben ja ein Fundament, wir können da einfach eine Wand ziehen und dann hier am den Boden raushauen und dann geht's ja so nach unten. Dann haben wir da so ein bisschen Form drin. Ich würde das auch hier gleich machen an dieser Kante hier. Hier haben wir unsere Garderobe hier noch, ne? Und da dann so ein Gäste-WC dann auch noch und ja, so eine Garderobennische. Und hier gibt's dann das Hauptbad und ich sehe gerade, das ist das mit dem Licht so ein bisschen blöd. Da hat das irgendwie hier das Dach hier jetzt weggehauen, nachdem wir die Wand hier platziert hatten. Da kann man aber einfach Bodenplatten drauf platzieren, dann ist das schon wieder alles fertig hier, alles gut. Ja, keiner muss weinen, dass es kein Dach gibt. Ja, ich finde das total cool mit diesem Deckenlicht, also muss ich schon sagen, das sieht schon richtig edel aus. Und ich möchte, ja, viele haben sich es gewünscht, mach mal so ein Marmorbad. Wirklich ganz viele haben es immer wieder geschrieben, du musst unbedingt mal ein Marmorbad machen, Daniel. Okay, und das mache ich jetzt auch. Und da gibt es auch diesen tollen Steinboden, wissen die ja wieder. Und dann gibt es noch so einen, genau, den hier, den da. Sieht auf dem Vorschaubild so, ja. Aber in echt ist der gar nicht so, hat er gar nicht so eine starke Struktur. Das machen wir hier mal. Und da mit dem Fundament, das ist nicht so schön. Da müssen wir mal gucken, dass wir das in Weißes nehmen. Und das Weiße ist dann braun. Das ist aber nicht so gut. Dann nehmen wir halt ein Schwarz, ne? Ich möchte da eh so ein bisschen Schwarz mit reinbringen. Ist jetzt auch nicht ganz tiefschwarz, aber ja. Ja. So viel Möglichkeit hat man leider auch nicht, ne? Als Tapete, was nehmen wir denn da? Was nehmen wir denn da? Da müssen wir irgendwas Cooles auch wieder. Sollen wir da auch so eine Art Marmorbad machen oder sowas? Vielleicht machen wir auch sowas, vielleicht das immer, ich finde das immer ein bisschen zu krass, ne? Wenn das alles komplett weiß ist, komplett schwarz ist auch nichts hier. Das ist viel zu krass dann, oder? Ist das krass oder ist das krass? Ich weiß es nicht. Also es ist schon viel zu krass irgendwie. Ja, ne? Ist das krass oder krass? Viel zu krass. Ich mache das nochmal rückgängig. Ich sehe ja gerade auch, dass hier außen dann die Tapeten ändert. Das wollen wir natürlich nicht. Ich glaube, wir nehmen einfach so ein Mittelding, ne? Wir nehmen doch einfach so einen Streifen da. Der ist doch gut. Lass uns da so einen Streifen nehmen und ich würde schon mehr weiß machen, ja. Das mache ich hier mal nur mit Alt, ne? Mit Alt, da wird nur nur mit Shift oder mit Alt. Ich weiß nicht, mit Alt? Nee, nur mit Shift hier, nee, nur mit Alt. Nur mit Alt, genau. Nur mit Alt wird nur die jeweils ausgewählte Wand hier tapeziert. Okay. Mit Shift wird der komplette Raum tapeziert und das wollen wir nicht, sonst geht es ja nach außen auch. Ja, wir machen schön schwarz-weißes Bad natürlich. Also das ist ja wohl keine Frage. Und da können wir jetzt mal gucken, dass wir jetzt irgendwie mal die Aufteilung machen. Wo packen wir denn die Dusche hin? Also ich würde hier unten vielleicht mehr so Bad und Dusche reinmachen und hier dann vielleicht Klo und hier vielleicht Waschbecken oder umgekehrt, ist mal egal. Und da nehmen wir dann auch, nee, wir nehmen so eine Glasdusche. Ich finde die irgendwie schöner, ist irgendwie offener, vielleicht auch so eine. Ja, die ist so ein bisschen edler, ne? Nur so Glas und schön weiß und alles, ja, das ist ganz gut. Können wir die auch in schwarz nehmen? Ist sie schon schwarz? Ah, dann machen wir hier den Rahmen, genau. Den machen wir schwarz. Die würde ich auch hier so in die Nische, finde ich ganz gut. Und dann können wir mal gucken, Badewanne, da wäre vielleicht so eine Eckbadewanne ganz cool, oder? Da wäre doch sowas ganz gut hier, oder? Da wäre doch das hier, das passt doch ganz gut rein. Vielleicht können wir da jetzt, da gibt es doch, sind in die wieder drin? Ich glaube, die sind sind die in Gaumenfreuden drin? Ich weiß es nicht. Ich glaube, in Gaumenfreuden sind diese Marmorblöcke. Da gibt es ja diese Marmor- oder Wellness-Tag. Ja, da gibt es die in Wellness-Tag. Nee, die anderen sind aber schöner. Moment mal. Da gibt es noch, die Leuchtwürfel sind auch cool. Das müssen wir auch mal überlegen, ob wir die irgendwie noch vielleicht mit reinnehmen. Und da natürlich diesen Spiegel. Oh, wie ich schon wieder alles sehe hier, ne? Oder die Spiegel. Oh, die sind auch so cool. Okay, also ich gucke jetzt mal, dass wir diese, ich glaube, die sind wirklich in, Gaumenfreuden drin. Ja, genau die hier. Marmor, Stein und Eisen bricht hier. Und Eisentisch. Marmor, Stein und Eisentisch heißt das Ding, genau. Und die sind richtig schön, weil die haben unten so einen Leuchtstreifen. Auch sieht man fast gar nicht da unten, aber das ist total cool gemacht. Und die können wir doch eventuell hier so irgendwo platzieren, dass wir da noch so einen Rand haben. Das ist zwar jetzt hier vor dem Fenster.
Und es geht auch nicht ganz auf, merke ich gerade. Ist ein bisschen doof. Aber vielleicht können wir die... Wir können die vielleicht... Ah, lass mich mal gucken hier. Wir können das so machen und dann so. Dass wir das so vielleicht aufteilen uns. Ja, so bei der Dusche macht es nichts aus. Man steigt ja hier aus, genau bei dem grünen Kästchen hier. Das ist noch in Ordnung. Oh, das sieht cool aus, oder? Und es geht sogar ineinander über hier, diese Strukturen. Es ist sehr sauber gearbeitet, mal. Jetzt passt natürlich die Badewanne hier auch nicht mehr so gut. Und dann müssten wir hier auch nochmal ums Eck rum, ne? Das ist jetzt hier the difficulties hier. Ja, ja. Oh, das geht jetzt hier auch wieder nicht auf. Was macht man denn jetzt? Das ist echt blöd. Wir machen das einfach... Oh ja, wir könnten das vielleicht sogar als... Oh, dann machen wir das komplett drumrum. Dann haben wir da wie so eine Ablage. Hier finde ich es jetzt gar nicht so schlecht. Da können wir aber auch sowas einfach reinmachen. Jetzt haben wir das einfach. Und das können wir aber auch nicht mehr so ineinander platzieren. Das ist ein bisschen schade. Können wir da die Waschbecken drauf machen. Und ja, das mit der Kante stört mich da jetzt gar nicht. Ich hatte sogar irgendwie Stil. Da kann man, da hat man eine schöne Ablage. Vielleicht machen wir da auch, machen wir da Spiegel hin oder irgendwo müssen noch Spiegel hin. Irgendwas muss hier noch leuchten. Ich sag's euch, irgendwas muss hier noch leuchten. Wir machen hier vielleicht Spiegel hin. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der schönste Sim im ganzen Land? Und das machen wir hier so. Und dann machen wir hier das bis zum Rand. Nee, wir machen das nicht bis ganz zum Rand, sonst sieht man ja den Leuchtstreifen nicht mehr, oder? Ja, da müssen wir ein bisschen jetzt gucken. Wie machen wir denn das? Die kann man gut ineinander platzieren, die flackern dann auch nicht. Machen wir das vielleicht so, vielleicht können wir da am Rand noch irgendwas hinhängen oder so. Ja, ist gar nicht mal so schlecht jetzt. Ja, ja, mal gucken. Ich brauche ja auch noch Lampen. Wir haben überhaupt keine Lampen drin. Also so ein bisschen Beleuchtung braucht man natürlich schon auch. Ich würde aber auch vielleicht so ein bisschen in diese Wärmerichtung reingehen, wenn wir schon überall so, ja, so schwarz-weiß haben. Dann muss noch so ein paar Kerzen oder irgendwie sowas da mal hin, ne? Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Das Tolle ist, wir haben da oben auch komplett die Ablagefläche. Und ich guck mal, ob wir hier vielleicht sowas irgendwie noch reinbauen können. Das wäre doch schön. Oder wir haben ja auch hier so diese Flackerkante noch ein bisschen. Das macht aber nichts. Wir können die einfach... Wir können das einfach höher schieben erstmal. Ah, da können wir ja auch rein. Moment mal, da haben wir so einen Auslagerungspunkt auch. Ah ja, okay, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Dann machen wir das doch so, dass wir das hier so nach innen da platzieren. Da stürzt ja kein Sim. Und die packen wir einfach eins weiter rüber. Dann geht es hier wieder nicht auf. Oh nein. Ich muss auch mal kurz was testen, weil ich glaube, wir können mal, weil ich glaube, das geht nicht. Weil wenn da ein Waschbecken drin ist, dann, welches nehmen wir denn? So eins vielleicht. Oh, genau, das schmiegt sich hier so drüber. Und das geht, oh, das geht sogar. Oh, wie cool. Natürlich, dann machen wir das weiß oder schwarz. Nehmen wir mal das schwarz hier. Klar. Wow. Jetzt gucke ich mal, ob das überhaupt klappt. Weil ich glaube nämlich, dass sie da gar nicht hinkommen, die Sims. Ne? Die können da gar nicht ran. Und da ist jetzt auch ein bisschen komisch aus. Jetzt. Aber komm mal her hier. Muss mal hier rüberkommen zu uns und das mal hier testen. Kommst du da hin? Wo bist du denn, Madame? Kommst du schon? Ah, sehr schön. Komm mal her. Ich habe mir erstellt im Livestream die... Nee, kommst nicht schnell? Normal, Scheiße. Na gut, dann müssen wir... Ah, ich habe eine Idee. Vielleicht könnten wir ja das hier so... Kommst du dann hin, wenn das so eine Lücke ist? Weil die Lücke, die können wir uns ja hier... machen wir doch einfach so. Ne? Das muss ja hier nicht... Muss ja hier nicht mittig sein. Wir machen das einfach so, dann haben wir hier noch so ein bisschen Platz und man ist nicht direkt... wird nicht direkt von der Tür erschlagen, wenn da jemand reinkommt hier. Oder? Das ist gar nicht mal so schlecht. Wir machen das einfach so dazwischen. Das müsste doch hinhauen. Dass da einfach die Lücke ist. Sieht ja, merkt kein Sim, wie gesagt. Und jetzt müsste doch rankommen, oder? Das muss ja alles funktional sein. Nicht nur schön außen. Ja, perfekt. Hier, da wird hier schon Hände gewaschen. Hier, wir sind noch nicht mal halbwegs fertig hier in diesem Bad. Boah. Ja, das mit der Badewanne, das gefällt mir jetzt überhaupt nicht, muss ich sagen. Das ist hier ein bisschen... Ich würde das schon gerne hier so... So ein bisschen abtrennen, also finde ich irgendwie ganz schön. Dann hat man da auch noch mal wie so eine kleine Nische. Wir können das auch gar nicht weiter rein, sonst kommen wir im Kinderzimmer raus, im Fernseher hier. Da machen wir doch einfach eine normale Badewanne hin. Das könnten wir doch tun, wenn wir da einfach so eine... Was nehmen wir denn da? Ah, die hier auch. Die ist so aus Stein, ne? Die hat so eine schöne Textur auch noch. Sieht aus wie hier integrated hier. Wow. Sind fast eigentlich das Weiß, das Grau. Vielleicht trennen wir das, drehen wir das rum, oder? Ne, man sitzt ja so rum, ne? Da kann man ein bisschen rausgucken auch. Da kommt ja auch noch der schöne Zaun auch noch hin. Genau, ich brauche jetzt erstmal Lampen, wie gesagt. Ich muss hier ein bisschen Beleuchtung reinmachen, sonst sieht das so kahl aus hier alles. So kahl hier. So. So, da kommen ein paar Lampen rein hier. Das reicht auch schon, oder?
Muss nachher natürlich noch gucken, dass die nicht am... Wow. Wow. Das ist jetzt ein bisschen komisch beleuchtet, das kriegen wir aber auch noch hin. Ich finde es ganz schön, dass hier auch noch so ein Streifen ist. Das ist bestimmt... Oh Mann, wir könnten noch probieren, dass wir da einfach so eine Lampe noch reinsetzen. Wir machen wieder irgendwas Cooles noch. Wir haben ja hier bestimmt noch irgendeine Idee, oder Daniel? Komm, Idee, komm raus hier. Irgendwas Cooles. Irgendwas Geiles muss hier noch hin. Irgendwas... Ja, irgendwie sowas. Ich weiß es auch nicht so genau. Wie machen wir das denn? Können wir mal sowas irgendwie probieren? Was könnte das denn sein hier? Unser Heizkörper oder was? So irgendwas, sowas. Ich weiß nicht, irgendwie sowas brauchen wir doch noch, oder nicht? Irgendwie sowas muss doch da noch hin. Das müsste man doch hier mal machen können, oder? Oh, das sieht irgendwie hat das was. Irgendwas Stylisches, ne? So ein bisschen was Extravagantes auch. Die haben ja einen Haufen Kohle hier, die Sims. Dann sie müssen das auch mal irgendwie dann zeigen. Im Bad, wo eigentlich keine Besucher reinkommen. Ja, okay, ist ja gut. So, wir müssen da irgendwas Cooles. Irgendwas muss da noch hier, was haben wir, die Beleuchtung haben wir immer noch nicht hier richtig gewuppt, ne? Irgendwas fehlt da noch. Irgendwas müssen wir da noch vielleicht mal ein bisschen probieren. Wo wird das angestrahlt? Wird nicht angestrahlt. Ah, mit dir vielleicht. Guck mal an hier. Da können wir da noch ein bisschen die Dinger beleuchten. Das soll ja richtig schön hier... Ne, die verstecken wir da einfach drunter und dann ist das so ein bisschen besser beleuchtet. Schade, dass die jetzt tiefer ist. Ne, das wäre natürlich besser, wenn die hoch ist. Aber wenn ich jetzt, ich weiß schon genau, wenn ich das jetzt hier platziere nochmal, dass da die so oben ist, dann haben wir, das wäre schon schön. Aber dann haben wir hier, dann sind die auch oben in der Luft, ne, diese Dinger, weil der Boden, ja, ich kann ja nur nicht in der Mitte machen. Da muss ja hier auch in diesen Kästchen. Deswegen. Ja, aber ich finde es jetzt gar nicht, also es geht. Es ist in Ordnung, weil ich denke, man hat da wir verkaufen das einfach so als Ablagefläche. Ne? Das ist jetzt so in den Stein hier, fette Marmorblöcke hier, aber den bestimmt viel gekostet. Da müssen wir jetzt nochmal gucken, da flackert es noch so ein bisschen. Jetzt die Feinarbeiten, oh, das hüpft so hoch. Kommen wir da auf der anderen Seite raus. Ich will auch nicht so sehr in diese Fensterscheiben rein, das ist hier ganz knappig. Kommen wir da hinten raus? Ne, kommen wir nicht. Ja, also, dann machen wir das doch so. Oh, da unten ist natürlich jetzt auch nochmal eine Lücke dann, das ist nix. Dann müssen wir uns das immer überlegen. Machen wir das vielleicht dann, das hier zwei einfach platzieren und das so ein Stückchen weiter hier raus. Dann flackert nur die leichte Kante. Wir haben jetzt nur noch so eine Kante. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Wie so eine kleine Ablage, nochmal so eine kleine Schminkablage oder whatever hier platziert werden könnte. Und jetzt möchte ich auch noch meine heißgeliebte, oh, wo ist die denn? Ich glaube, die ist bei Lampen, Wandlampen, genau. Diese schöne da, Pulspaneele hier, wow. Oh, die wird ja auch ganz gut aussehen, ne? Die wäre sogar ein bisschen schlichter, muss ich sagen. Diese Lampen sind schon sehr, nee. Also auch wegen den Rundungen jetzt, ich weiß nicht, ob das so, also es sieht nicht schlecht aus, kann man bestimmt irgendwo mal verwenden, hier jetzt aber nicht, wird hier die Handtücher hinmachen. Muss man sich ein bisschen strecken, wenn man da über sich drüber beugen will. Aber ich denke, das ist in Ordnung, oder? Wir machen die hier so hin, da wäre es natürlich auch nicht schlecht. Das könnten wir auch über den Spiegel machen. Das wird niemand stören, glaube ich, oder? Das können wir... Oh ja, das sieht gar nicht mal so schlecht aus hier. Oh ja, ja, wer muss den Spiegel putzen? Dann müssen wir mal gucken hier noch. Müssen wir noch ausklamüsern, wer das hier macht. Dann kommen wir natürlich hier auch noch zum Klo. Das Klo, dann nehmen wir das hier, das schöne Klo, da gibt es dann schwarz-weiß hier auch, genau. Das machen wir hier so hin, würde ich sagen, weil dann können wir hier da links davon, ja, weil wir schon dabei sind, hier machen wir das auch nochmal so. Hm? Das ist doch mal was hier. Wie sieht das eigentlich aus, wenn wir die so in der Höhe verschieben? Ich glaube, die haben unten einen Schatten, also die haben so einen Schattenschatten. Und dann können wir hier sowas wie eine Art Schrank oder sowas faken. Vielleicht, ich weiß noch nicht, wie das aussieht, müssen wir mal gucken, dass man da noch so ein bisschen mehr Plastizität hat. So, oder übers Waschbecken, aber das ist ja ein bisschen, ich weiß nicht, ich möchte es auch nicht zu schwer machen, ne, alles. Das ist dann immer so, aber wenn ihr Marmor wollt, kriegt ihr Marmor, also ich weiß auch nicht. Das würde ich jetzt mal einfach so behaupten, ne, dass man das jetzt so hier, ja, dass man so irgendwie, aber das wäre schon irgendwie cool, auch mit dieser Leiste da oben, mit dieser Leuchtleiste, es hat schon was. Aber man müsste es wieder komplett über die komplette Breite machen. Komplett über die komplette Breite, Daniel. Was laberst du wieder? Und dann hat man natürlich auch wieder die Schwierigkeit, ob das dann nicht zu schwer ist. Dann.
Na toll, das macht es auch wieder ganz gut, das Spiel. Ja. So hab ich dich gern. Dass du hier... Oh nö, ne? Weil der rutscht ja nach unten wegen dem Fundament auch. Ah, das ist ja jetzt doof. Jetzt habe ich ja gar nicht die richtige Höhe. Das ist ja blöd. Der hüpft da runter, beziehungsweise hier höher. Und die passen nicht, ne? Das ist zu hoch. Und das ist zu niedrig. Oh ne. Ach Mann. Kann doch jetzt nicht sein hier. Kann doch jetzt nicht sein. Da müssen wir uns was überlegen. Das geht nicht. Das können wir so nicht lassen. Das ist ja wie Pfusch hier. Das ist ja hier gar nicht gut. Also die zwei kriegen wir natürlich noch auf eine Höhe, aber die anderen jetzt gar nicht. Sollen wir das dann trotzdem machen? Ich finde es eigentlich ganz schön. Aber wir haben ja hier genug Wandhöhe. Und wenn ihr euch das vorstellt, jetzt vielleicht hier noch so ein paar Lampen. Also ich glaube, das könnte schon ganz schön wirken. Jetzt hier mal wieder zurück. Müssen ein bisschen hier noch gucken. Jetzt komm, lass dich doch hier verstecken. So. Ich will das nochmal hier so... Schön, aus einem Guss hier, fette Marmordinger. Hat schon was, diese Nische. Aber es ist echt schade jetzt. Was machen wir denn da? Können wir das nicht irgendwie... Ah, jetzt sind wir dann nämlich hinten auf der Wand. Was ist denn, wenn wir das weiter in die Wand reinschieben? Das wäre noch eine Möglichkeit. Wenn wir das weiter in die Wand reingucken, das auf der anderen Seite raus, gucken wir gleich. Das gucken wir gleich. Guckt das raus. Nee, sehr gut. Also so ein bisschen kann man immer in die Wand rein. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn das mehr in der Wand drin ist, weil dann hat man, das ist oben nicht so arg schwer, ne? Und man hat hier, ich finde das so toll mit dieser Lichtleiste da oben. Die ist so cool irgendwie. Die ist echt cool. Aber wieso ist denn das in der Mitte? Das ist noch ein bisschen falsch, glaube ich, ne? Das ist noch da, so irgendwas stimmt da nicht. Stimmt was nicht noch. Nein. Something is wrong. Also Kleinigkeiten wieder, ne? Das sind wieder so Fitzel, Fimmel, Fummelarbeiten. Ja, das sieht noch komischer aus, noch eckiger. Was habe ich denn jetzt wieder falsch gemacht? So, wir müssen das jetzt an dem ausrichten einfach. Das ist echt schwierig. Ist das nicht noch ein Stückchen höher? Ja, mal gucken hier. Kommt jetzt der Millimeter Unterschied hierher wieder. Mann, oh Mann. Wo kommt der jetzt wieder her hier? Also manchmal glaube ich es doch echt. Ja, echt, das gibt's da nicht. Wenn wir das schon machen, dann auch richtig. Also so geht's jetzt auch nicht hier, ne, Leute? Also ich muss schon sagen hier, wenn schon. So, jetzt komm bitte. Das muss jetzt auch kommen. Jetzt rutscht das wieder zurück hier. Manchmal glaube ich, also wirklich. Manchmal du Spiel, du, jetzt stimmt's hier aber, oder? Stimmt immer noch nicht. Können wir diesen kleinen Baufehler hier, können wir den verzeihen oder nicht? Was machen wir denn? Das kann doch nicht sein. Das sind doch die gleichen Dinger. Wie weit können wir denn da in die Wand rein? Ja, das geht noch. Ich probiere das jetzt einfach nochmal. In der Hoffnung, dass es dann stimmt. Und wenn nicht, dann haben wir ein Problem. Dann müssen wir uns entscheiden, ob wir das jetzt wagen oder nicht. So, passt jetzt? Ne, passt auch mal noch nicht. Aber das ist irgendwie die Kante da noch. Wieso ist denn das in der Mitte höher? Ich hätte verstanden, wäre es rechts oder links höher gewesen, aber das in der Mitte? Das gibt's doch nicht hier. Ich entferne das nochmal und probiere es einfach nochmal hier. Das gibt's doch nicht jetzt. Also manchmal glaube ich doch hier, dass ich bin hier ein bisschen blöd. Selber ein Knick in der Optik wahrscheinlich, ne? Aber es sind wieder so kleine Details, da kann man sich stundenlang dran aufhalten, aber es ist einfach... Ja, das ist immer noch so. Also irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas ist da nicht so richtig. Vielleicht könnt ihr mir da nochmal helfen. Wir können das ja dann nochmal. Ja, schon sehr schwer jetzt, aber ich finde es trotzdem irgendwie besser. Ist irgendwie cooler. Doch, das machen wir so. Also ihr schreibt alle, nein, Daniel, was machst du denn schon wieder? Dann nicht. Okay, jetzt fehlt natürlich noch die ganze Bartego und ich will natürlich auch ein paar Pflänzchen haben. Die kann man da so schön jetzt hinstellen. Ich finde es so geil. Und, sowas wäre auch cool. Gibt's,
es gibt keine halt, die von oben runter wachsen, ne? Außer diese Eumelbäumels hier. Wobei das vielleicht auch mal was Cooles wäre, noch so sowas, was auflockert. Ne? Wenn wir da oben schon so ein Ding haben, dann sollen wir das auch. So, das ist so irgendwas hier Cooles noch. Hat die Mami aufgehängt. Darf man nichts sagen. Nee, nee. Und, irgendwie so eine Vase noch. Komm, wir brauchen noch einen Farbklecks hier, einen kleinen. Komm, machen wir Türkis oder machen wir wirklich schwarz-weiß komplett hier? Ihr wollt alle schwarz-weiß, ne? Wir haben ja gar keinen Platz mehr hier auch. Wir haben ja gar keinen Platz mehr. Das gibt's ja nicht. Komm, dann machen wir die. Oh, das sieht auch blöd aus, ne? Wenn die da so im Eck da steht. Ne, da lassen wir das. Vielleicht hier dann eher, oder da? Da vielleicht. Da könnte die noch so passen, so als Trenn-Dings. So ein bisschen. Nicht? Nee, ne? Das ist leider nichts gewesen. Schade. Okay. Eine Pflanze reicht auch. Brauchen wir einen Badteppich? Brauchen wir einen? Brauchen wir einen überhaupt? Muss ich mich auf die Suche machen? Ich würde ja schon ganz gern, aber wenn, dann würde ich echt so ein Mini-Dinger da nehmen. Vielleicht hier für das Waschbecken. Ganz leicht schräg. Hier mit Alt gedrückt halten. In der Sims 3 Kamera, Maustaste. So ein bisschen sowas. Da scheiden sich wieder die Geister, ne? Also das ist wirklich wieder so ein Ding. Manche sagen, ja, unbedingt. Manche sagen, nein, Daniel, was machst du denn mit den scheiß Teppichen da? Und auch noch die. Ja, da müssen wir jetzt mal gucken, jetzt, wie wir das machen jetzt hier. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Da müsste man den auch sogar so rum hier machen. Aber eigentlich schon so ein bisschen Wasser auffangen. Aber sollen wir die nehmen oder was ist die Alternative? Ich sag dir immer, nein, die nicht. Aber ich sag da gar nie, was denn dann? Ja, gar nicht, stimmt nicht, aber... Schon manchmal. Ja, ja. So, wir machen die. Ich mach die jetzt einfach mal. Ich find's irgendwie komisch. Ich muss sagen, ich find's selber jetzt irgendwie komisch. Also, was sagt ihr denn zu den Teppichen? Also, irgendwas brauchen wir vielleicht schon, aber ich weiß jetzt noch nicht genau. Vielleicht habt ihr da Ideen. Ich lasse das mal euch. Ich überlasse das mal euch. Wir können wir auch sowas nochmal machen. Das finde ich auch nicht schlecht. Bisschen Wellness hier. Wow. Oder wir machen das so mit diesem. Dass wir hier diese Kante, dass das noch irgendwie zum Bad dazugehört. Dass wir das hier vielleicht so hinmachen. Das hätte doch was, oder? Dann wäre das nochmal so, dann wäre die Nische so nochmal geschlossen quasi, ne? Müssen wir wieder hier aufpassen. Ich habe meinen ganzen Pool mit den Dingern umrandet. Das war modern irgendwas. Und dann haben wir da nochmal schwarz drin. Das ist auch ganz gut. Ja, so ein bisschen Holz hier. Ja, das ist auch gut. Das ist doch schön. I like. Ah, oh, dann machen wir sowas noch hin. So schöne Steinchen. Ah, oh, das ist voll cool. Und da jetzt noch diese ganze... Oh, ich liebe es. Es gibt auch so viel Bad-Deko. Guck mal, man hat nie Platz für den Scheiß. Und jetzt kann man da das Ding hier spammen, wie man möchte. Und es sieht trotzdem elegant aus. Machen das hier vielleicht mehr so hin. So, oder... Ne, wir machen das da drüben. Na, machen wir da drüben so eine kleine Schminkecke, sage ich jetzt einfach mal. Machen wir hier die Schminkecke und die Paneele, da lassen wir da weg. Hier soll dann so diese... Der beleuchtete Spiegel sein. Und da machen wir dann... Oh, jetzt habe ich gerade das andere Zeug, so überall in Sicht, im Blick. Da machen wir doch... Oder da möchte ich eigentlich nicht die alten da nehmen, ne? Dann nehmen wir diese coolen da, diese Fläschchen-Dinger da. Wo sind die denn? Aber wir machen auch noch ein paar Kerzen, auf jeden Fall hier. Aber nicht über die Bademäntel-Dinger. Die machen wir hier so hin. Die machen wir hier so hin, so. Ah, oh, das ist cool. So ein paar offene Kerzen. Oder wir nehmen... Ja, doch dieses Luxus-Seife hier, sag ich jetzt mal dazu, weil die so riesig ist. Da könnte man sich hier, guck mal, im Verhältnis an, ne? Kann er da drauf, die sind ja so groß wie ein Schuh. Kann er da drauf laufen? Also das muss irgendwie aber mehr so da in die Richtung, oder? So ein bisschen so, da kann man da sich noch die Seife krallen. Die ist mehr Deko als hier irgendwie was. Ja, ich mach die mal so, dass das auch wieder schwarz ist. Ich sag schwarze Kerzen, ne? Aber die finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, Kerzen müssen bei mir irgendwie wachsfarben sein. Also so beige, gelb. Und, oh ja, genau das da. Oh, das machen wir drüben in unsere Schminkecke rein. Unsere Beauty-Sprüh-Stinkecke. Wo ist es denn jetzt? Hier, das Fläschchen-Grams-Zeug hier natürlich, das obligatorische. Das muss mit hier immer wieder. Ich nehme mal das kräftigere. Und dann nehmen wir auch mal eine andere Farbe vielleicht. Ja, das ist nicht mehr das direkt aus dem Kasten ist. Und das hier natürlich, ganz klar. Also die Sachen da, die müssen dahin dazu, genau.
Ja, cool. Also ich finde es echt jetzt mal, ist auch mal was Neues. Ne? Ich habe schon so viele Bäder auch gebastelt und ich möchte da irgendwie so, ich möchte auch mal was anderes machen. Und das hier, das stört sich jetzt hier wieder damit. Ich muss da ein bisschen aufpassen, weil sonst rastet das unten in die Slots ein. Das ist so der Spiegel da. Ein bisschen weiter vor. So. Genau. Ja. Ja. It's amazing. Ich will das jetzt aber so an den Rand vielleicht noch machen. Auch noch so ein bisschen schräg eventuell oder so, dass es so ein bisschen leicht benutzt aussieht. Und dann die Mitte, da gibt es doch auch im Debug, im bb.show hidden objects, gibt es doch das Make-up. Ist das hier schon drin auch? Ich weiß es nicht. Oh, die sind auch so toll. Die müssen auf jeden Fall, die sind so edel auch nochmal. Die müssen wir hier irgendwo noch dazu papsen. Können wir da nochmal, die haben ja, das ist so Badezeug. Können wir mal wie diese Kerze so ein bisschen auf die Seite. Ja, das ist ganz gut. Das sieht so aus, wie so, so, ne, so irgendwas. Ja, egal. Egal, egal. Und da gibt es, genau, jetzt gehen wir in den Debug rein und da gibt es erstmal gibt's Zahnbürsten. Die finde ich ganz toll, das ist ganz passend. Oh, dann haben wir noch so eine romantische Rose hier. Hey, ja klar, hier. Oh, der hat hier alles schön hier gerichtet für die. Genau, da gibt es die Zahnbürsten. Das finde ich ganz witzig, wenn die mal so auch so allein rumfahren. Hier ist so ein bisschen was, ja, ein bisschen liegen gelassen. Macht das Ganze echter. Sieht dann bewohnt aus, nicht wie aus dem Katalog. Wobei den Katalogen ja auch schon irgendwie alles so herrichten, dass es echt aussieht. Dass man sich es besser vorstellen kann. Ja, jetzt müssen wir wieder ein bisschen suchen. I'm sorry, aber das lohnt sich. Ich glaube, das lohnt sich richtig. So ein bisschen so, irgendwie sowas noch hier so einzeln. Ist doch auch so niedlich irgendwie, ne? Da gibt es so kleine Fläschchen hier. Ach, schön. Das auch jemand so stehen lassen vielleicht, ne? So ein kleines... Ja, das, ja. So eine Ölflasche hier, nein. Gucken wir, was es dann noch gibt. Da gibt es halt immer so tolle Sachen hier. Gabeln und iPads. Und da kriegt man alles hier in diesem Laden. Pfannen, ne? Das ist richtig in... da! Nee, das ist das Arztzeug noch. Das war es noch nicht. Wo ist das denn? Wo ist das denn? La 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 la. Stimmt, ist weiter oben und Daniel scrollt nach unten. Da ist es auch nicht gewesen, ne? Ne, okay. Ah, die gibt's auch noch hier. Ah, oh, die gibt's auch noch. Diese Fläschchen da, die machen wir da dazu. Machen wir da nochmal so eins. Die sind so schön. So Kleinigkeiten hier. Und ich bin wieder zu... Ah, das ist wieder in der Luft jetzt. Oh nee. Können wir das vielleicht da oben? Ja, dann machen wir das da. So. Wo ist denn jetzt das Make-up-Zeugs? Da, von Guardian of the Galaxy Mixtape hier. Nein. Wo ist es denn das Make-up? Ach Mensch. Wisst ihr was, ich finde das auch mal ganz schön, wenn da noch so Gläser rumstehen. Das haben ganz viele so zum Wasser, ja, einfach kurz den Mund ausspülen oder so, eben zum Zähne putzen. Wo war es jetzt? Jetzt bin ich schon wieder weg hier gescrollt. War das schon da unten? Nee, da war ich noch nicht. Da ist es doch. Trinkbecher. Und der ist auch schön golden, ne? So ein bisschen was Krasses wieder, irgendwas Schönes. So irgendwas Außergewöhnliches. Ja. Oh, da machen wir die Glaskanne. Die finde ich so toll. Die machen wir auf jeden Fall raus. Die packen wir hier noch dazu. So, ja. So ein bisschen Glaskanne noch. So. Ah, was man immer da alles entdeckt, ne? Das ist gemein eigentlich. Da den Schwamm hier für das Kind. Müssen wir auch mal baden. So ein bisschen was Kindliches müssen wir auch unterbringen. Wir haben die Sims erstellt, Leute. Das muss hier rein. Und... Ja, da ist es doch. Jetzt die Rouge-Dose und so Zeugs, die Krams, hier alles. Yes, das machen wir dahin. Und dann noch so ein bisschen so. Also es muss schon ein bisschen kramsig hier sein. Ich finde, das wird zwar jetzt voll, ich weiß, aber das muss schon ein bisschen so, das Zeug braucht man auch, ne? Also, ja, also das reicht auch, ne? Mehr würde ich da gar nicht, vielleicht nur die Pfeile, aber sonst ist es wirklich Schluss. So, sonst sieht es wirklich aus wie auf der Müllerhalde hier. Nee, aber so ein bisschen Krams, also wirklich, ihr habt das doch auch, gibt's zu, das habt ihr auch. Da gibt's noch einen Pinsel, okay, komm. Ah, stopp, hier, da, was, hier. Können wir das noch ein bisschen weiter raus? Kommt das da nicht raus? Nee, gut.
Und da hinten, da muss auch noch irgendwas ein Pflänzchen, ja, da muss auch noch mal Deko. Da muss noch sowas irgendwie rein. Was gibt's denn noch? So ein bisschen Gras. Ein bisschen Gras ist immer gut. Nein. Irgendwie ist es noch, ich weiß es nicht. Nee, es passt ja nicht. Was nehmen wir denn? Oh, wir können auch die Vase reinstellen. Aber nee, die ist auch zu groß. Das Bäumchen, nee, das ist auch, ich dachte so versteckt, ne? Natürlich nicht obendrauf. Ah, sowas da noch. Ja, das ist doch cool, ne? So ein paar Pflänzchen da, die das so, das ist ganz schön. Das ist ein schöner Kontrast hier auch. Lasst uns doch das machen. Und ja, so ein bisschen da oben haben wir auch noch ein bisschen Hängegrün und dann ist das ganz toll. Doch, das finde ich gut. So, dann machen wir das vielleicht darüber. So. Und hier machen wir jetzt die Bademäntelchen hin, weil wir haben noch nicht genug Deko. I'm sorry. Ich bin hier wieder im Deko-Wahn. Ich geb's zu. Ich geb's zu. Aber es muss halt einfach schon so sein. Ne? Also, ich muss jetzt einfach mal sagen, es muss jetzt einfach mal so sein. Wir haben echt keinen Platz mehr, ne? Das ist krass. Und dann weißen Mantel da an die. Oder wir haben da vielleicht noch Platz? Nee, da haben wir auch keinen Platz. Also das ist echt krass, oder? Ich habe schon wieder alles vollgestellt hier. Meine Güte. Da oben ein Bademantel ist eigentlich ein bisschen weit weg, ne? So. Tja, Daniel. Ah, da haben wir doch noch hier. Da haben wir noch einen Platz hier. Ja klar, da kommt das hier hin. Hallo. Hallo, du Platz, du. Und das kommt auch nochmal da eins hin. Ja, da brauchen wir ja nochmal was. Kann man hier so ein bisschen zuhängen auch, dann sieht man nicht so die... Wir die an die Wand hier, dann sind die da. Die kann man sich dann schnappen, wenn man aus dem Bad rausgeht. Vielleicht auch ganz praktisch an dieser Position. Die machen wir auch noch hier an diese Kante. Yay. Und da lassen wir das. Und da kommen jetzt wieder die Handtücher drüber. Ich mach das irgendwie jedes Mal, wenn ich das hier benutze, dieses Ding. Weil man kann die so schön verstecken hier drüber, wie wenn die so drüber hängen da, ne? Wenn man da hinten auch noch jetzt eine schwarze Wand hat, Dann sieht man die Haken gar nicht mehr. Jetzt da oben sieht man es, weil, ja, da ist halt, ne? Da ist es ja weiß dann, aber wir können das jetzt einfach so mal, wir machen da einfach verschiedenfarbige Handtücher. Das ist auch ein bisschen wieder sowas. Ja, dann nehmen wir gleich das helle hier, ja. Also ein bisschen was individuelles irgendwie, ja. Das ist nicht so. Wir machen die auch so, würde ich sagen, dass die so ein bisschen verschoben sind, dass die nicht alle auf der gleichen Linie sind. Und das ist doch einfach toll, oder? Das ist doch einfach schön. Und da so Handtücher drüber gehangen. Und das kriegen die auch noch. Natürlich so ein bisschen was hier, so Handtücher. Und die machen wir unten drunter, ne? Die müssen da mehr an den Rand hier auch hin. Das so, und holen uns nochmal eins, machen rechts auch nochmal eins, oder? Oder ne, machen wir auf eine Seite. So, ja, das ist in Ordnung. Passt ganz gut, die wären jetzt auch schön gewesen. Die sehen sogar so ein bisschen so aus, wie wenn die dann vom Spiegel runter... Ah, aber ich mag die nicht in weiß. Ich weiß nicht, ich fand jetzt die Ringe irgendwie cooler. Ich kann mir nicht helfen. Ich finde es komisch, wenn die da so... Nee, wir machen so am Rand wegen mir noch, aber dann haben wir nur eins. Nee, wir lassen die Ringe. Ich finde jetzt irgendwie ein bisschen freier, was ein bisschen was raus. Klopapier gibt es auch noch hier, kein Problem. Oder können wir das nicht da an die Wand? Geht nicht, ne? Oh, scheiße. So. Ja, das ist okay, da haben wir ja Platz noch. Das ist nicht hier, keine Angst, da fällt man nicht runter. Und da brauchen wir auch keine Treppe. Ja. Ja, ja, ja. Und da kommt jetzt auch noch so ein Handtuch drauf, irgendwie, würde ich schon sagen, ne? Wenn wir da schon so eine schöne Ablage haben. So, wenn wir einen Farbklecks reinmachen, so ein Gelb oder so. So ein Türkis, können wir mal in so ein Türkis rein. Ich liebe das Zeug. Machen wir da so ein paar, das ist so ein bisschen Handtuch. Machen wir das da hinten hin, das sieht jetzt bei dem Licht besser aus. Und ja, Wäsche, es ist jetzt wieder schwierig. Also das haben wir jetzt gar nicht eingeplant, gebe ich zu. Wir haben das Ding ist leider auch immer so breit. Aber können wir da nochmal was probieren, wenn wir das so integriert hätten in den Fels, wie schon fast gesagt. Dass wir das vielleicht irgendwie so machen. Dass wir das so tun, wie wenn das in dem Ding drin wäre, ne? Wie wenn das ausgehöhlt wäre, dieser Marmor da. Aber es sieht jetzt auch komisch aus, ne? Oder wir machen das so. Dann würde ich es euch noch abkaufen. Kauft ihr mir das ab? Sieht man jetzt auch nicht. Wenn man es nicht weiß, weiß man, was es ist halt, ne? Sieht aus jetzt wie irgendwie so eine Matte, wo man sich draufsetzen könnte fast. Aber ich würde es jetzt mal trotzdem so lassen. Auch wenn es jetzt aussieht wie eine Matte, dann ist es halt irgendwas. Aber ich möchte, dass man es so aufmachen kann und da dann ist dann die Wäsche. Oder
Oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß. Sieht ja schon edler aus, ne? Ohne. Tja, das hat man ja auch gleich wieder platziert. Wir machen es mal weg. Und ja, da brauchen wir jetzt auch keine Handtücher mehr. Die sollen sich dann da welche krallen. Und hier können wir auch noch ein paar drüber hängen. Machen wir auch. Machen wir damals eins in die Mitte hier so. So, das ist ganz gut. Ja, man das auch noch mal. Ja, schön, oder? Also mir gefällt's. Auf jeden Fall habe ich sowas noch nie gemacht jetzt. Also sowohl mit dem Marmor als auch mit diesem Hängedings da oben. Und da kann man dann drauf drücken und dann geht so ein Schrank auf. Wenn man hochkommt. Sollen wir das auf die Linie? Ich finde es gar nicht so schlecht, dass das Weiß da noch rausblitzt. Weil dann haben wir es oben und unten gleichmäßig auch. Jetzt zufällig sogar. Ne? Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Das machen wir so. Okay. Haben wir es für heute? Ich weiß noch nicht mit dem scheiß Teppich. Ist mir so ein bisschen noch... Oh. Eigentlich müsste da so ein Teppich hin, ne? Eigentlich schon, aber das zerstört ein bisschen das Bild. Oder? Ich weiß es nicht. Es ist alles so ein bisschen komisch. Ich kann mir gar nicht helfen. Ich wüsste jetzt gar nicht, auch wo ich den hinpacken soll. Eigentlich müsste das ein bisschen in die Mitte, aber so ganz... Also irgendwie braucht man schon einen Teppich. Sonst ist es sehr, was soll ich sagen? Irgendwie... Ja, ich will auch noch vielleicht... Wir haben ja da auch schon... Haben wir, glaube ich, drüben auch schon gemacht, ne? Dass wir da vielleicht diese Dinger noch nehmen. Ne, wir nehmen die Säulen. Die haben wir da genommen. Genau, dann haben wir da die Säulen platziert. Die loyale Stütze. Damit wir hier diese Kante da von diesen Fenstern das ein bisschen schöner machen. Und es ist ja auch so ein schöner Marmorstein. Marmorstein und Eisentisch. Und dann hat man da nochmal so einen schöneren Rahmen für die Fenster. Auf jeden Fall. Und Vorhänge... Ja, ungern, aber ich weiß, man braucht eigentlich welche und wir müssen ja eigentlich die auch nehmen. Sonst ist das halt, ja, die gehen dann bis zum Marmor und nicht weiter. Auch in Ordnung, so würde ich schon mal sagen. Also man braucht schon Vorhänge, sonst ist es ein bisschen sehr komisch, weil man muss die schon ein bisschen auch zuziehen können, ne, wenn man baden geht, oder? Also, ja, vor allen Dingen bis der Zaun draußen endlich mal steht. Hier wird es jetzt wieder schwierig, weil das müssen wir eigentlich lassen, dann müssen wir den... Eigentlich müssten wir den dann so machen. Wobei, wir haben einfach so Schlaufendinger, ne? Und die kann man frei verschieben. Das ist in Ordnung. Die Kerzen stören mich da jetzt ein bisschen. Das ist so ein bisschen so, ja. Machen wir die da dazu einfach, hm? Ja. Also am Vorhang, da ist so eine Kerze da direkt davor. Das ist nix. Das ist nix. Und da hängt ja eher der Handtuchzeugs da runter. Und dann, ja, das ist halt auch nicht... Stellt man eigentlich auch keine Kerzen hin. Das schmeißt man die noch runter, wenn man das Handtuch runterzieht. Also eine sehr, sehr coole Badlandschaft. Oder was sagt ihr? Ich freue mich auf eure Kommentare. Es sind bestimmt wieder einige Ideen mit dabei. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge hier zum Modern Bungalow. Oder natürlich jetzt dann einem anderen Video eurer Wahl. Guckt mal in die Let's Build Playlist rein oder bei mir bei Instagram vorbei. Da gibt es immer so ein paar Previews auch und bei Snapchat ebenso. Guckt da mal rein. Bis zum nächsten Mal dann. Macht's gut. Ciao.